So, einmal hier kurz rein. Ich brauche, was brauche ich eigentlich? Ich brauche ein grünes Kraut. Eins müsste ich noch haben, ne? Ein einzelnes, ja. So, und dann hole ich noch das andere grüne Kraut von nebenan. Oh, es kommt gerade die Sonne raus bei mir. Da werde ich bestimmt gleich mal hier ein bisschen Dunkelkammer machen müssen. Sonst sehe ich ja nicht mehr viel gleich. Aber solange es noch geht, warte ich noch damit. So, hier war doch noch eins, ne? Ja, klar, hier drüben. Ja, damit. Und damit sollten wir doch jetzt eigentlich alles ab... Was ist denn in dem Gang? Ich weiß nicht, was in dem Gang noch ist. Ansonsten sollten wir alles abgeschlossen haben, aber offenbar ist noch irgendwas in dem Gang, was sie beschäftigt. Mir fällt gerade ein, ich hätte gar nicht mehr über die Kisten kriechen müssen. Wir sollten doch jetzt hier eigentlich ohne Probleme lang gehen können, ne? Ja, wir sind jetzt unbehelligt. Das ist gut. So, gucken wir nochmal hier vorne. Vielleicht ist hier noch irgendwas. Ach, wegen dem blauen Kraut. Wegen den blauen Kräutern. Wie viele haben wir denn hier? Ich nehme erstmal kurz hier so. So, und dann sacken wir die mal kurz ein, würde ich sagen, und schmeißen die noch in die Kiste rein. Kann ich schaden, die mal zu besitzen? Und vor allem haben wir dann auch... Warte mal, wie laufe ich denn hier? Geh doch mal bitte hier durch. Danke. Und vor allem haben wir dann auch wirklich die Residenz komplett abgeschlossen, dass kein Raum mehr irgendwie rot angezeigt wird. Das werden wir im Herrenhaus sicher nicht schaffen, denn dort gibt es noch ganz viele Orte, an denen wir Pflanzen rumstehen haben. Die ich aber auch gern dort zurücklasse, weil sie teilweise von Hunden geschützt werden. Und mit Hunden will ich mich nicht anlegen. Wenn es nicht sein muss. Also es ist nicht so, als ob ich jetzt eine riesen Angst vor denen hätte, aber wenn ich nicht ist... den Zwang habt, gegen die zu kämpfen, dann lasse ich das auch. Man muss ja keine Muni verschwenden. So, ein blaues Kraut ist jetzt hier noch. Ja. Ach komm, was soll's. Steck mal einmal ein. Schaffen es auch noch zurück. Ist jetzt ein bisschen langweilig, ich weiß. Tut mir leid. Aber was man hat, das hat man. Und wenn es wirklich gleich um die Ecke liegt, kann man das ja mal so machen. So. Blaues Kraut in den Schrank. So, das runter und damit sollten wir doch jetzt hoffentlich, genau, alles im grünen Bereich haben. Mir fällt gerade ein, ich habe schon lange nicht mehr gespeichert, das sollte ich mal tun. So. Wir haben mal wieder Zeit dafür. Und dann verwenden wir das Farbband mal. Jo, über die Hütte. Gut, Residenz abgeschlossen, zurück ins Herrenhaus, in wohlbekannte Gefilde. Allerdings habe ich die große Befürchtung, dadurch, dass wir so lange weg waren, dass sich dort jetzt in gewisser Weise doch einiges getan haben wird. Ich glaube, das war ab dem Punkt des Spiels und ich freue mich gar nicht drauf. Na gut, wir werden sehen, ob meine Befürchtungen wahr werden, aber ich glaube schon. Ich glaube, ab jetzt wird es etwas ungemütlich im Spencer-Anwesen. Also nicht, dass es vorher wirklich jetzt lauschig war. Ich meine, mit den Zombies, vor allem diesen etwas auf Speed getrimmten Zombies. Stars Alpha Team. Come in. This is Jill. Does anybody hear me? I hear you, Brad. Over. Stars Alpha Team. Bravo Team. Doesn't matter. Respond. I repeat, this is Brad. Brad? Brad. This is Brad. If you can't answer me, somehow give me a sign. Jill to Brad. Can you hear me? Nein, er kann dich nicht hören. Das musst du langsam mal raffen. Brad. Jill. Shit. It's broken. Nein, wirklich. Das ist ja eine ganz neue Erkenntnis. Mensch, du hast doch schon mitgekriegt, dass sie dich nicht hören. Was wollte ich sagen? Ach ja, genau, es war auch schon mit den auf Speed getrimmten Zombies nicht gerade gemütlich gewesen, aber es wird, glaube ich, jetzt noch ein bisschen ungemütlicher. Mensch, Jill. Manchmal bist du auch ein kleines bisschen schwer vom Begriff. Das ist schon ziemlich erstaunlich, manchmal. Okay, in dem Raum scheint es noch irgendwas zu geben, was wir einsacken können. Auf jeden Fall gibt es noch ziemlich viel Rotes hier, also auch an Durchgängen. Wow, warte mal. Ja, habe ich gar nicht gesehen. Noch einer? Ja, tatsächlich.
So, ihr Kleinen. Ich hoffe, das war's für euch. Die klingen schon ein bisschen wie Affen, wenn man sie abschießt, ne? Gut. Das nehmen wir mit, wenn wir schon mal hier sind. Und damit ist der Raum jetzt auch grün. Beziehungsweise der Bereich hier. Wo kamen die denn jetzt her schon wieder? Und wo finden wir die Batterie, die wir hier einsetzen müssen? Ich hätte die gern. Na gut, was soll's. Wir haben ja noch einen anderen Weg, den wir nehmen können. Und solange der noch funktioniert, ist alles gut. Oh, hier sind auch noch blaue Kräuter, wie es scheint. Die brauchen sie jetzt nicht. Tatsächlich ist das so. Gut, die kann man aber nicht wegnehmen hier. Die sind in dem Blumentopf festgepflanzt. Da ist also nicht viel mit einsammeln. Ja, ist mir jetzt egal. Ich laufe jetzt drüber. Scheiß auf die blöden Schlangen. Oh, komm schon. Wirklich. Alter, ist ja gut. Shit. Ich glaube, das war gerade eine blöde Idee. Wahrscheinlich hätte ich sie doch erschießen sollen. Oh nein, wirklich. Ich bin vergiftet. Ich gehe jetzt aber nicht nochmal zurück zu den blauen Kräutern. Das ist mir jetzt gerade doch ein bisschen zu umständlich. Ich gehe lieber zu einer Kiste im Herrenhaus, nämlich der im Ostflügel, in dem Abstellraum. Das ist mir dann doch ein bisschen lieber, weil ich sonst jetzt nochmal über die Dinger laufen müsste. Das bringt's ja auch nicht. So, drüben komme ich immer noch nicht lang. Da ist ja zu, also da, beziehungsweise da funktioniert der Fahrstuhl ja nicht. Ich nehme mal lieber ein Kraut. Bevor wir jetzt gleich in den orangen Bereich kommen, das muss nicht sein. Oh, danke schön, danke schön. Ihr seid sehr lieb. Sehr gut. Rein damit. Okay. Wir sind wieder fit. Damit ist der Raum jetzt auch hier grün. Gut. Hat sich das geklärt. Und damit haben wir beide Kräuter, die wir unterwegs gefunden haben, sofort wieder aufgebraucht. Hier wird nichts zerkommen gelassen. Habe ich das beim letzten Mal Oh, Barry. Habe ich es nicht vorhin noch gesagt? Danke, Barry. Schauen wir mal kurz. Säuregeschosse. Oh ja, danke. Schütze dich damit vor dem kugelfesten Ding in Ketten. Ich bin vorgegangen und habe diese dämliche Tür repariert. Barry. Welche Tür? Meinst du etwa die im Herrenhaus, die kaputt war, wo wir nur ein paar Mal durchgehen konnten? Das wäre schön. Ist jetzt bloß blöd, dass wir hier... Ach komm, ich lasse das eine zurück. Vielleicht kommen wir hier nochmal hin. Ich meine, es muss einen Grund geben, warum der Fahrstuhl kaputt ist und man eine Batterie dort einsetzen kann. Da vermute ich mal, dass wir hier nochmal hinkommen. Oh, der Hund ist weg. Gut. Das freut mich. So, jetzt bin ich mal gespannt. Bitte lass sie nicht da sein. Bitte lass sie nicht da sein. Oh, fuck. Ich hab's befürchtet. Geh mal bitte kurz. Scheiße. Das ist eine wunderschöne neue Gegnerklasse. Der Hunter. Ja, und der Hunter hat extrem zuckersüße Klauen. Oh, ich bin natürlich falsch gegangen, sehe ich gerade. Der hat wunderschöne Klauen und denen möchte man nicht zu nahe kommen. So, schaffen wir das denn jetzt hier rüber noch? Oder ist er vielleicht weg? Das wäre auch schön. Nein, er ist nicht weg. Aber ich gehe trotzdem einfach hier rein. Und den kümmern wir uns später mal. Ist jetzt hier auch jemand? Oh, fuck. Oh, komm schon. Du Mist hier. Das war ja so mies gerade. Ich konnte ihn gar nicht sehen. Oh, ich hasse diese Viecher. Ganz ehrlich, ich hasse sie. Aber er blutet, er ist tot. Ich hoffe, die stehen auch wirklich nicht mehr auf. So, ich glaube, ich bleib mal im Gelben. Und da mir langsam die einzelnen grünen Kräuter ausgehen, muss ich einfach mal ein bisschen mehr Schaden nehmen und dann die stärkeren Heilmethoden einsetzen. Oh Mann, jetzt wird's eklig langsam. Und ich glaube, langsam kann ich dann auch die Pistole wirklich wegstecken. Ich weiß es nicht. Ach.
Es ist so blöd, weil falls dann doch mal bloß Zombies kommen, die will ich dann, da will ich nicht meine Muni verschwenden, ehrlich gesagt. Nee, ich bleib mal so, wie ich bin. Steckt bloß hier die Säuregranaten weg. Es ist gut, dass wir die jetzt auch noch haben. Das Spray? Ich glaube, das behalte ich mal, aber das grüne Kraut stecke ich weg. So, oder nee, wir machen es mal andersrum. Ich nehme mal das mit. Okay, das tue ich dann mal hier hin. Ich weiß, es wird ein bisschen kompliziert. So. Dann nehmen wir einfach mal das Spray als Lebensversicherung mit. Und jetzt wollen wir uns mal ranmachen, die ganzen Türen mit Helmschlüssel aufzumachen. Das sind ein paar. Ich muss noch nachladen, fällt mir gerade auf. So viele Schuss haben wir auch nicht mehr für die Schrotflinte. Ist hier jetzt oben auch einer? Ich glaube nicht. So, hier hat man noch eine Tür hinten. Die machen wir als erstes auf, weil sie gleich um die Ecke ist. Keine Ahnung, wo die hinführt, aber wir werden es gleich sehen. Übrigens habe ich auch feststellen müssen, ich schaue ja auch fleißig bei anderen Leuten Let's Plays hier Resident Evil, um ein paar Ideen und Hinweise noch mitzukriegen. Also ich schaue nicht weiter, als ich spiele, aber da habe ich gesehen, in dem Raum, in dem wir den Rüstungsschlüssel bekommen haben, gibt es noch eine Tür hinten. Die habe ich noch gar nicht mitgekriegt, noch gar nicht bemerkt. So. Wir haben den Helmschlüssel verwendet. Warte mal. Was ist das für ein Riesenraum? Oh oh. Ich habe eine Befürchtung. Bitte lass sie nicht wahr sein. Ich brauche das jetzt noch nicht. Okay, gut. Oder doch? Oh shit, ich glaube doch. Oh, warte mal, hä? Statue? Nee, lass die mal stehen, bitte, Jill. Kannst du erstmal hier... Was? Oh. Ich verstehe. Warte. Ah! Schieb. Nein, ich schaff's nicht mehr. Scheiße. Okay, Hausmeister. Walte deines Amtes. Ich hoffe, das steht jetzt nicht dauerhaft so. Oh, scheiße. Ich habe gerade nicht gecheckt, was ich machen soll. Tut mir leid. Manchmal bin ich auch ein bisschen schwer von Begriff. Okay. Ja, der Hausmeister hat seines Amtes gewaltet. Und wir schieben dann mal fröhlich. Ich nehme zumindest mal an, dass die hier als Türstopper gedacht ist. Wäre zumindest zu erwarten. So, komm, ich schieb die einfach noch mal ein bisschen weiter. Da in die Mitte, das sieht doch so formschön aus, als ob es dahin sollte. So, genau da. Und dann gehe ich hier mal wieder raus, bevor ich hier Platzangst krieg. Und gehe einfach hier hinten lang. So, was haben wir denn da? Eine seltsame Statue und ein Knöpfchen. Da ist ein Schalter, drücken. Ja. Oh. Das ist aber gemein. So, haben wir denn jetzt hier was? Oh, was zur Hölle? Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Was soll denn der Spaß hier? Oh, shit! Shit! Lauf, Jill, lauf! Oh, komm schon! Ernsthaft, da wäre ich noch rausgekommen. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Die ist doch keine 3 Meter breit. So fett ist sie gar nicht. Die wäre da niemals stecken geblieben. Oh, das war gemein. Gut, ich glaube, dann muss ich jetzt nochmal vom letzten Speicherpunkt an nachspielen. Wir sehen uns also gleich wieder, wenn wir wieder in diesem Raum sind und dann mal ergründen, was es da gibt. Und dann werde ich vielleicht erstmal warten, bis das Ding zugegangen ist, bevor ich hier drücke. Bis gleich. So, da bin ich wieder und ich habe bei der Gelegenheit gleich mal noch das eine Heilspray, das ich in dieser Abstellkammer hatte stehen lassen, mitgenommen. Ja, ich muss sagen, diese Hunter sind total blöd. Ich habe auch mal den, der jetzt in diesem Gang noch stand, mit weggeräumt, damit ich noch zurückgehen kann. Und ich bin diesmal besser durchgekommen bei den Schlangen, da habe ich keinen Schaden kassiert und bin auch nicht vergiftet worden. Dafür habe ich aber bei beiden Kämpfen gegen die Hunter einen Treffer kassiert, weil ich mit der Schrotflinte durch sie durchgeschossen habe. Das ist so nervig. Und also es hat mich jetzt beide Mal unglaublich angenervt, dass ich da durch die durchgeschossen habe. Aber vor allem beim zweiten Mal habe ich mich doch ein bisschen verarscht gefühlt gerade. So, diesmal mache ich es mal ein bisschen anders.
Vielleicht können wir ja was erreichen, wenn wir das Ding ein bisschen weiter nach hier schieben. Mal schauen, ob das was bringt. So, nee, der schiebt das in die Mitte zurück. Okay. Ich habe auch mal unten gespeichert, nochmal im Abstellraum im Ostflügel. Bild einer Mutter mit Kind. Bei näherem Hinsehen sieht die linke Seite wie ein Gesicht aus. Die linke Seite der Mutter oder... Hä? Was? Verstehe ich nicht. Gut. Und hab da unten nochmal gespeichert, damit wir jetzt nicht hier in die Verlegenheit kommen, nochmal getötet zu werden und dann, dass ich nochmal alles machen muss. So, jetzt beeile ich mich aber mal. Und dann schauen wir mal kurz in der Mitte nach, was wir denn da für einen... Ach, shit. Was wir hier für einen Schalter haben. So, was haben wir denn da für einen... Jill. Manchmal, weißt du... Manchmal, Mädel. Manchmal bist du unnütz. Und das manchmal ist ziemlich oft. Kann ich die eigentlich noch verschieben, wenn das hier drin steht? Ja, tatsächlich. Ist ja verrückt. Das heißt, die Wände schieben nicht dauerhaft hier drauf. So, jetzt können wir uns zumindest mal die Bilder anschauen hier. Oder auch nicht. Welcher Kunstbanause hat sich das eigentlich ausgedacht, dass man, wenn man hier reingeht, um sich die Bilder anzuschauen, den Tod findet? So. Mal wieder drauf gedrückt und schnell raus, bevor es uns zerquetscht. Wir gehen hier lang und diesmal drücken wir den Schalter vorher. Hier, mach mal bitte, Jill. Jill? Würdest du vielleicht mal den Schalter drücken? Was kann ich denn hier tun? Ich weiß es nicht. Das verwirrt mich total. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll, ehrlich gesagt. Weil ich komme ja auch nicht hier rechts hin, ne? Zumindest weiß ich nicht wie. Das ist... Hä? Ich verstehe es gerade nicht. Ich verstehe es nicht wirklich. Kann ich die Statue vielleicht irgendwie rausziehen? Nee. Ist auch ausschließlich auf den Schalter zentriert, das Bild. Hm. Ja, weiß ich nicht, was wir hier tun sollen. Wir können es nochmal probieren. Ich würde gerne die Statue dort rausholen, damit wir was im Weg stehen haben, sozusagen. So, hier gibt's nichts. Hier gibt's nichts. Und den Schalter will sie nicht bedienen. Tja, weiß ich auch nicht. Ach, wir sollen... Ich sehe schon. Ich dachte die ganze Zeit, da hinten ist eine zu betonierte Tür, aber da soll die Statue hin. Das ist das, was sie wollen. Alles klar. Ja, so viel zum Thema schwer von Begriff. Das hatten wir ja vorhin schon. Jetzt leuchtet es mir ein. Und dann wollen wir uns mal um die ganze Angelegenheit hier kümmern. So, vielleicht können wir danach dann auch den Schalter drücken. Ich weiß es nicht, aber wäre eine Möglichkeit. So, schieb, schieb, schieb. Schnell. Beeilung. Oh, schneller. Komm schon. Oh, es steht nicht an der richtigen Stelle. Verdammt. Ach, gut. Ich dachte, ich muss es noch reinschieben, aber so ist natürlich gut. Okay. Dankeschön. Es hat gereicht. Okay, das war's mit der Kammer. Hier hinten liegt ein Batteriepack. Ich hoffe, hier ist noch ein bisschen mehr als bloß das. Also ich will jetzt nicht dieses blöde Rätsel nur dafür gelöst haben. Vor ihren Füßen ist ein Loch. Sie können nicht weit hineinsehen. Hinabsteigen? Noch nicht. Aber wir merken uns, hier hinten gibt es ein Loch. Das sparen wir uns mal gerade noch auf. Immerhin können wir jetzt schon mal hier reingehen, ohne zerquetscht zu werden. Das ist schön. Aber wir haben noch ein paar mehr Türen mit Helmschlüssel. Ich will die nach Möglichkeit erstmal alle wieder aufmachen, damit ich den Schlüssel dann loswerden kann. Das wäre eigentlich, glaube ich, ganz günstig, weil wir dann einfach einen Inventarslot mehr haben. So, einmal auf die Karte geschaut. Hier oben gibt es im Ostflügel nichts mehr. Das heißt, wir gehen in den Westflügel. Jetzt bin ich mal gespannt, ob in dem Gang hier oben jetzt ein Hunter sich platziert hat. Weil der war bisher immer frei und immer gut mit mir. Übrigens hat Barry tatsächlich unten die Tür repariert. Als ich da vorhin durchgegangen bin... Okay, es ist stille. Als ich da vorhin durchgegangen bin, stand da, der Türknauf wurde repariert. Das heißt... Fuck you. Du kleiner Sack. Ich hoffe, du bleibst drin. Oh, was? Ich weiß, ich hätte mir in den Kopf schießen sollen.
Der hat gerade 3 Schüsse aus der Pumpgun gebraucht. Irgendwie habe ich das Gefühl, das Ding lässt langsam nach. Oh shit. Vor allen Dingen geht mir die Muni aus dafür. Den sollte ich bei Gelegenheit mal anzünden gehen. Okay, das kommt davon, dass wir ihn ignoriert haben. Wahrscheinlich fand er das nicht so nett. Ich weiß es nicht. Der stand ja schon vorher da. So, Moment. Ich schau mal kurz hier. Es war jetzt natürlich ein bisschen sinnlos, eigentlich den mit der Pumpgun wegzuhauen. Den hätte ich auch gemütlich aus der Ferne mit der Pistole, mit der Beretta platt machen können. Aber gut, was soll's.